Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge von True 4 Forsaken Souls. Wir werden jetzt hier das Buch reinstopfen, einfach so. Und wir müssen die Memoiren sortieren nach chronologischer Reihenfolge. Ja, gut, das ist ja hier die 1, ne? So. 3, 4, 6. Ist schwer zu sehen. Eins. Das hier sieht eigentlich aus, als könnte das die 7 sein. Aber. Okay, das war nicht die 7. Alles klar. Huh. Ja, was ist denn hier? Soll ich die Lupe nehmen oder was? Brauche ich Batterien? Das sieht so aus, als bräuchte ich Batterien. Okay, wir gehen nochmal raus. Okay. Wird auch nicht angezeigt, dass wir hier etwas tun könnten. Dann gehen wir noch einmal hier hin. Aber was soll ich denn hier machen? Hm. Ja. Konnten wir das irgendwie nochmal antatschen? Miep, ich scanne. Aber bis auf diese beiden hier kann ich doch überhaupt nichts machen. Die Büste kommt mir bekannt vor. Wurde sie nicht vor einer Weile aus einer Kirche gestohlen? Aha. Okay. Hier. Hier. Was soll ich denn machen? Okay, wartet. Ich soll das Ding hier? Aber was soll ich denn machen? Ihm eine unterjubeln? Hier? Ja, nu? Hä? Ja! Aber das habe ich doch gemacht. Das fandst du doch trotzdem nicht toll. Ja, und nu? Was mache ich jetzt? Ja, mir fehlen hier ja noch die Lampen. Oh. Oh. Stell die Lampen gemäß des Plans. Oh mein Gott. Okay, merkt euch das. 2, 2. 2 und hier. So. So. Ah, nee. Der da unten kriegt keinen. Du nicht. Zwei hier oben. Zwei hier oben. Der geht weg. Aber wo geht der hin? Der geht hier hin? Habe ich das richtig? Nein. So, hä? Ist das immer noch nicht richtig? Was mache ich denn? Habe ich denn falsch gemacht? Genau, die sind nicht. Die sind einmal drumherum, ne? Einmal. Aha, da fehlt noch einer. Aber wo habe ich einen übersehen? Die zwei. Die sind, da sind vier. Vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3, 1. Hier fehlt einer. 2, 2. 2, 2. Aha, ich hab ihn. Ich hab ihn. Schalte Lichter gemäß dem Plan an. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich fühle, dass der Tausch dieser Embleme irgendwie die Dinge verändert. Ich fühle mich, als wäre ich jetzt hier und irgendwie, als wäre ich hier gewesen. Was passiert hier? Ich glaube, ich verliere den Verstand. Nein, das wissen wir doch schon längst. Okay. Ja, warte mal. Geh mal wieder. Ja, der Plan ist aber weg, ne? Wo ist mein Plan? Mein Plan ist weg. Ja, na, sag mal.
Woher soll ich denn jetzt wissen, wie die angehen? Da ist eine Figur. Christopher Smith. Christopher Smith ist die rechte Hand von Charles Laudius. Von Charles ernannt, nachdem Jessica vermutlich im Feuer getötet wurde, um seine Experimente mit den drei zu überwachen. An diesem Punkt wäre mein erster Instinkt, sie zu verdächtigen, Jessica getötet zu haben, getötet und das Feuer gelegt zu haben. So, um es zu vertuschen. Aber es scheint, dass Jessica das Feuer im Gegenteil als seinen Zug gegen sie gelegt hatte. Ich bin sicher, dass diese Geschichte noch mehr zu bieten hat. Vielleicht ein brillanter Mann, aber er war von sich eingenommen und ist ziemlich herzlos, oder sollte ich sagen, ist... Schließlich war sein Name nicht unter den Opfern. Während mindestens einer dieser Rückblenden hörte ich, wie ein Mann Befehle an alle richtete. War es Christopher? Wo ist er als nächstes hingegangen? Frage ich mich. Wo ist er jetzt? Warte mal, wie geht denn das hier? Okay, das sieht ja schon mal ganz nett aus, ne? Ja, ich weiß aber nicht, welche Lichter musste ich denn... Hä? Leute, ich mach weiter, okay? Ach, das musste doch alles leuchten. Ah, okay. Naja, habt ihr nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen? Na, 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 na. Gib mir die Spiegelscherbe und tschüssili. Tschüssili. Guten Tag, ich habe hier eine Scherbe. Bitte schön. War sie die ganze Zeit da? Ah, ich habe Gänsehaut, oh mein Gott. Verschlungen, aber effektiv. Ja, okay. Hier muss ich auch noch irgendwas machen, ne? Ja, irgendwas muss ich noch machen, aber was? Oh, Trümmer aus Block A. Vielleicht gibt es dort etwas Interessantes, aber ich brauche ein Werkzeug, um herumzustochen. Hier, nimm das. Yeah! Okay, was ist das? Oh mein Gott, das wird ja auch noch mein Rätsel, was ich bestimmt nicht lösen werde. Diese Symbole kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich schreibe sie besser auf, man weiß ja nie. Nee, hier ist immer noch was. Eine Liste der Opfer, nichts über Dahlia. Ich frage mich, ob der hier... Ist hier das Lied mit der Zeitkapsel? Nee. Oh. Aha. Oh, okay. Das ist eine Zeitkapsel. Sie sind dazu bestimmt, Jahre in die Zukunft geöffnet zu werden. Der Countdown zeigt etwas weniger als 10 Jahre an. Ist das da die Zeitkapsel? Komischerweise erwähnt er hier nichts. Was sollen wir denn hier jetzt machen? Drücke die Symbole in der... Ach! Warte mal. Ist das schon die Reihenfolge? Ach, links? Rechts. Ist das Admin... Okay, ist das Zeichenblock A? B? Und Dings? Ich raff das gerade nicht. Das ist doch... Oder muss ich hier das hier unten zuerst machen? Weil links, auf der linken Seite eben, ne? Dann wäre das doch das hier, ne? Ja. Das wäre ja A. Dann wäre... Dann müsste das ja B links sein. Leute, raff ich das nicht? Natürlich raff ich es nicht.
Okay, wartet mal. Das sieht aber auch alles gleich aus, ne? Wo ist denn der von auf der linken Seite? Och Mann. Also sowas finde ich aber nervig. Warum muss denn das alles ganz genau gleich aussehen? Das ist schmal und die Dings da oben. Das seht ihr gerade nicht. Ich bin mir ganz sicher, ihr holt euch gerade alle einen Kaffee oder was auch immer ihr euch holt. Das ist Nummer eins, okay? Ey, das sieht doch aber ganz anders aus. Wisst ihr was? Nee, so, sowas finde ich dämlich. Warum muss denn das auch alles ganz gleich aussehen? Ich. Oh, nee. Also manchmal sind die Rätsel einfach nur Beschäftigung. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber okay. Hier. Ich sollte mich darauf konzentrieren, das Licht anzumachen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Okay. Es sieht nicht so aus, als gäbe es Strom. Ich denke, dass dies die Chemikalie ist, um Fotos entwickeln, um Fotos zu entwickeln. Jack hat sich verändert. Zuerst dachte ich, es sei wegen der Streitereien mit Elizabeth. Aber dann wurde mir klar, dass es nach seinen Nachtschichten am auffälligsten war. Ich hörte Jack mit jemandem reden. Ich dachte, es sei Christian. Aber dann sah ich Christian auf Kamera 4. Es war sonst niemand auf dem Gelände. Ich habe Jack wegen neulich konfrontiert. Er war völlig außer sich, schrie mich an, sagte mir, ich solle ihn nicht noch einmal fragen. Er sagte, dass unsere Freundschaft auf dem Spiel stand. Was zum Teufel? Ich habe sie auch gehört. Ich verstehe, warum Jack nicht darüber reden will. Also hat sich Jack nicht über Nacht verändert. Mit der Zeit geschah etwas mit ihm. Lange genug, damit Alex es merkt. Jetzt weiß ich, dass Jack und Alex sie gehört haben. Ich frage mich, ob das noch jemand getan hat. Über was würde Jack sich Mutter. Was? Über was würde Jack sich Mutter streiten? Okay, wahrscheinlich nichts. Ein Bibliotheksausweis. Ich frage mich, ob Dr. Chuwatch das alles für seine Arbeit in der Psychologie gebraucht hat. Oder vielleicht hatte er einfach nur viel Freizeit. Was haben wir denn hier? Botanik, Chemie, Latein, Englisch, Wörterbuch, zeitgenössisches Material. Okay, hat er auch immer relativ lange ausgeliehen? Was? Seltsam, der Computer klingt, als ob er läuft. Ja, du mach mal an den geilen Shitty. Hier, schmeiß die Diskette rein. Okay. Scheine aber nichts machen zu können momentan. Oh mein Gott. Nee. Lieber Christopher, mir ist bekannt geworden, dass du hinter meinem Rücken Anfragen über die 3 an lokale Krankenhäuser und Notaufnahmen geschickt hast. Ich habe dir gesagt, du wirst nichts über sie finden, weil das Schicksal sie zu uns gebracht hat. Ich habe dir die einzigartige Ehre zuteil werden lassen, dich in unseren Kreis aufzunehmen. Ist es dir egal? Fein,
Deine Theorien sind mir auch egal. Halte Dahlia einfach bei Laune und du bekommst alles, was dir versprochen wurde. Denke daran, du bist genauso sehr in diese Sache verwickelt wie jeder andere auch. Was auch immer sie hier taten, war eindeutig streng geheim. Laudius scheint Angst zu haben. Ich fürchte, ich weiß, was er mit bei Laune halten meinte. Auf diesem Foto sah ich Christopher, wie er Dahlia festhielt, während ein Patient, einer von die drei, an einer Maschine befestigt war. Sie wurde zum Zuschauen gezwungen. Ja, das kennen wir noch. Ja, was machen wir denn jetzt Schönes, hm? Okay, hier kann ich noch irgendwas machen. Aber was? Ich kann doch gar nichts anklicken. Dann... Was haben wir denn hier jetzt noch zu erledigen? Es sieht so aus, als wäre alles vorbereitet, hier etwas anzupflanzen. Okay. Hier, nimm die Flasche. Muss ich vielleicht wieder tauschen? Nee, ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Okay, das... Ja, nee, den muss ich leider, glaube ich, wieder drücken. Ich weiß nämlich nicht, was ich machen soll. Okay, zurück. Ah ja, ich soll bestimmt ändern. Mhm. Leer, aber irgendwie fühlt es sich wichtig und persönlich an, wie ein Traum. Hä, was soll ich denn hier machen? Was willst du von mir? Was soll ich tun? Ja, was soll ich denn tun? Ach, die... Oh mein Gott, darauf hätte ich ja kommen können. Alles klar. Meine Güte, manchmal ist das so derbe unlogisch, dass es logisch ist. Klar, die Zeit ändert sich doch. Für euch, die ihr hier steht, muss es ein großer Tag sein. Ihr lebt in der Welt, die wir erschaffen haben. Diese Welt hält sich schließlich von aller Angst vereint in einem Ziel. Für uns ist es nur ein Tag. Ein Tag, an dem wir einen weiteren Stein in eure Welt von morgen legen. Olivia Harper, Christopher Smith, Charles Laudius. Ich habe die anderen beiden Laudius und Smith gesehen, aber ich weiß nichts über diese Olivia Harper. Ihr solltet überprüfen, ob sie hier eine Mail hatte. Oh! Habt ihr es gesehen? Gerade hat meine Maus so komisch gezittert. Ich habe gerade etwas Angst gehabt. So, wartet mal. Wo ist denn der Anfang? Da. Guten Tag. Einmal reinhacken, bitte. Olivia Harper. Die Maske. Smith. Okay. Erinnerst du dich, dass ich Jessica kurz vor dem Feuer im Block A gehen sah? Da war noch etwas anderes. Auf ihrem Weg warf sie etwas die Klippen beim Gewächshaus hinunter. Und am nächsten Tag sagtest du, dass eines der Gesichter fehlt. Damals habe ich die Verbindung nicht hergestellt, aber jetzt denke ich, dass diese dämliche Idiotin noch mehr Schaden angerichtet haben könnte. Schickt jemanden, der die Klippe absucht. Und wir werden heute Abend bei der Gala über Rachel sprechen. Sie stand Jessica nahe. Du hättest sie feuern sollen, wie ich sagte, Olivia. Okay. Gut, also wissen wir müssen jetzt die Klippe irgendwie runterfummeln. Ich habe die anderen beiden Laudis und... Achso, okay. Das wurde also in der Nacht der Gala geschrieben. Es besteht eine gute Chance, dass dieses Gesicht noch da ist. Wer war diese Olivia, wenn sie Christopher so herumkommandieren konnte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dann schauen wir mal. Die Klippe beim Gewächshaus. Setze die Maske zusammen. Ih, die sieht aber crazy aus. Oh, warum sieht die denn so eklig aus?
Okay. Dann müssen wir ja jetzt wieder ins Gewächshaus. Aber wo war denn das jetzt schon wieder? Das. Achso, wartet mal, bin ich nicht hier? Meine Güte. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Finde die richtige Pose für jedes Gesicht der Statue. Bitte was? Aha. Oh, okay, ich muss nicht. Okay, das geht auch so. Super. Warum sieht das so gruselig aus? Okay, und dann einmal hier und einmal hier und schuppdiwuppdi. Nee. Nee? Okay, wir haben das dritte noch gar nicht. Ciao. Das dritte Gesicht haben wir noch nicht. So, was muss ich jetzt hier wieder machen? Ja, hier muss ich doch eigentlich. Okay. Oh nein, das wollte ich nicht machen. Okay, aber die sagt, ich soll raus, hä? Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Ist er hier rein? Oh, da. 7. Okay. Also, was hat das zu bedeuten? Es sieht aus wie eine Karte von diesem Keller, glaube ich. Markiert das X die Stelle, die Linie über der Karte allerdings, ich habe keine Ahnung. Ein Code, ein Barcode? Ich habe so die Linien helfen, das Buch zu finden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Bücher seitdem nur angedeutet. Ah, dann muss ich. Oh nein, ich hätte wissen müssen, dass es eine Zeitschaltuhr gibt. Mein Gott, mach doch nicht sowas mit mir. Nicht bitte, nicht. Hier, es müsste das nächste sein. Okay. Hier. 9. Oh mein Gott, ich hasse diesen Ort. Ja, ich auch. Oh, bitte. Oh nein, ich bin. Oh, ich muss wieder zurück. Ich warte nur darauf, Leute. Ich warte nur darauf. Ihr wisst, dass irgendwann was vor mir stehen wird. So. Und dahin. Und. Mann, ehrlich? Nimm doch einfach das Buch, ist doch egal. Ich wusste es, Mann! Aua, das hat weh getan. Mann. Wartet, musste ich nicht hier hin? Moment. Oh! Sie ist direkt an mir vorbeigelaufen. Ich habe ihr Kleid gefühlt. Ihr Haar, es ist wirklich.
Sie ist echt. Wartet sie auf mich? Im Flur hinter meinem Rücken? Soll ich sie hierher locken? Weitermachen? Was, wenn es dort sogar noch etwas Schlimmeres gibt? Wenn du das hier liest, sie ist echt. Nicht ein Schatten, nicht deine Fantasie. Oh, also haben sowohl Jack als auch Alex sie gesehen? Gab es andere und ich habe ihre Notizen einfach nicht gefunden? Oder ist sie nur zu einigen gekommen? Ich habe sie gesehen. Ich weiß, dass ich sie gesehen habe, aber sie hat nie mit mir gesprochen. Ich glaube nicht, dass ich es ertragen könnte. Okay. So, wartet mal. Ja, doch, das letzte muss hier irgendwo sein. Zwei. Oh. Okay, lass uns mal reingehen. Oh. Also, was war 7942? 7942. Dankeschön. Dankeschön. Habe ich gerade Strom angemacht? Kann ich... Oh. Ich mache gerade nichts. Das macht sie von alleine. Ach so, Temple of Bricks. Ja, klar. Ich erinnere mich. Wartet mal. Diskette. Ich habe doch die Diskette eingegeben. Ja, was denn du? Du hast die Diskette gefressen oder wie oder was? Naja, okay, wir gehen erstmal weiter. Oh. He said that I can't hide you. That wherever you go, she will find you. And if she can't, she will make you find her. He said, you're doomed. The next morning, everyone told me that no one could have been in my room. That it was all a dream. I know what I saw. I can't take it anymore. Why does everyone act as if I'm the one who's crazy? I remember every word he said. And in a few years, when Dahlia started growing up, it all began to make sense. Oh my gosh. Also, passt auf. Er sagte, dass ich dich nicht verstecken kann. Dass, wohin du auch gehst, sie dich finden wird. Und wenn sie es nicht kann, wird sie dich dazu bringen, sie zu finden. Er sagte, ihr seid verloren. Im Grunde stimmt das ja auch. Dahlia führt uns ja zu sich, ne? Also, es ist ja nicht gelogen. Am nächsten Morgen sagten mir alle, dass niemand in mein Zimmer hätte kommen können, dass es ein Traum war. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich ertrage es nicht mehr. Warum tut jeder so, als wäre ich diejenige, die verrückt ist? Ich erinnere mich an jedes Wort, das er sagte. Und nach ein paar Jahren, als Dahlia aufwuchs, machte alles Sinn. Ich bin nicht verdammt. Ich wähle meinen eigenen Weg. Ich glaube nicht. Es könnte etwas nützlich in diesen Labornotizen geben, aber leider kann ich kein Chemie. Okay. Und, oh, der Aufzugsknopf. Labornotizen. Nichts, was Sinn macht oder nützlich erscheint. Okay, ich muss nichts aufschreiben. Ein sehr typischer Bunsenbrenner. Ich will nicht das meiste davon erschütten und das auf der Suche nach einem Schwamm gehen. Damit beginnt die Suche nach einem Trichter. Ja. Was haben wir hier? Salzsäure. Mhm. Ich muss dieses Loch schließen. Okay, aber wir haben gar nichts gerade. Wenn ich Wasser brauche, weiß ich, wo ich es finde. Hm? Mhm. Was ist denn hier noch? Okay, für wen auch immer die Negative in der Entwicklungsbox gelassen worden. Sie werden sich nicht einfach von selbst entwickeln. Du musst den Entwickler und den Fixer hinzufügen. Solange du das nicht getan hast, kann niemand die Box benutzen. Es ist noch Entwickler im Labor unten. Du kannst jede Haushaltssäure als Fixiermittel verwenden. Den Unterschied wirst du sowieso nicht bemerken. Wenn deine Negative am Montag noch da drin sind, werfe ich sie weg.
Hört sich so an, als wären die Negative noch dort. Wenn ich sie sehen will, muss ich etwas Entwicklerpulver und anscheinend irgendeine Haushaltssäure in die Finger bekommen. Okay. Oh, warte, hat da noch was geblinkelt? Oh mein Gott! Bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass sie Dahlia gewesen sein könnte. Vielleicht war sie verrückt, vielleicht hat sie das Feuer überlebt und lebte in der Wildnis. Oder sowas. Erschrocken würde sie sich verstecken, aber sich sehen, mich zu finden und der Rest sind nur Zufälle. Ich weiß nicht, ob es Wunschdenken war. Ich habe den Gedanken verfolgt, ich weiß jetzt warum. Denn wenn sie nicht Dahlia ist, wer ist dann sie? Und jetzt weiß ich, dass sie nicht Dahlia sein kann. Oh, das habe ich irgendwie nicht gecheckt. Was ich sah, war nicht Dahlia. Es war nicht menschlich. Oder habe ich es gesehen? Ich meine, kann ich meinen Augen wirklich vertrauen? Bin ich verrückt oder war ich blind? Und wenn ich verrückt bin, ich meine, das ist verrückt. Gibt es da draußen überhaupt etwas für mich? Ich muss es herausfinden. Ich muss sie finden. Oh, crazy. Jetzt wird's ja mal langsam spannend. Habt ihr noch euer Popcorn parat? So, was könnte ich jetzt hier noch machen? Ja, ich habe hier was angemacht. Ja, habe ich einfach so getan. Oh nein! Das wollte ich gar nicht. Ach, das geht ja doch auf. Ich habe doch da tausendmal hingedrückt. Entwickler? Ich denke, dass etwas in der Lüftung ist. Es ist gesichert, aber die Schrauben sehen vertraut aus. Na, ha! Ein Trichter! Du kannst ja schon mal rein. Aber wir müssen das Loch noch schließen. Au, oh, wartet mal. Okay. Ja, was ist denn hier passiert? Das Spiel ist einfach abgestürzt. Ja, sowas Crazyes aber auch. Mann, 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 warum stürzt denn bei mir immer alles ab? Das geht ja mal gar nicht. Naja, ich wollte sowieso nur noch so 2, 3 Minütchen spielen. Aber ja, ich wollte es aber jetzt nicht so auslaufen lassen. Das ist ja ein bisschen doof. Wo war denn noch mal der Aufzug? Der war... Oh nein, ich bin voll falsch. Ah, naja, gut, ich bin ja in der Nähe. So, denn das wollte ich hier auch unbedingt noch machen. Pestizid. Und wir haben die CD. Gut, gut, gut. Dann gehen wir wieder zurück. 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 Hier gehen wir jetzt nochmal hin. Schmeißen die CD rein. Einmal rein mit der Kiste. Kann nicht öffnen. CD ist gesichert. Verschlüsselte Datei gefunden. Laufwerkschlüsselwerk entfernen. Wähle 2 Teile des Passworts, um die Sperre aufzuheben. Das Protokoll hilft dir, das richtige Passwort herauszufinden. Suche nach verschlüsselten Dateien. Protokoll initialisieren. Bitte was? Ist die 0129 richtig? Ich habe keine Ahnung. Zugang gewährt mit dem letzten Versuch. Heidewitzka. Ich habe einfach irgendwas gedrückt. Ich wusste nicht, was los ist. Jo. Oh mein Gott, ehrlich? Warum? Müssen, ne? Aber ich bin so eine dumme Bratze, ey. Okay.
Das steht hier. So, sie kann also von der Kamera erfasst werden. Warum hat niemand etwas getan? So sei mir der Gedanke Angst macht, ich denke, dass ich diesen Ort überprüfen sollte. Ich erinnere mich, dass es im Block B war, am Ende des Flurs im zweiten Stock. Ja, das war bei Ki Igor. Nein! Oh, nein, das wollte ich nicht drücken. Das war bei Igor. Bei Igor Kalt. Wo ist er? Nee. Igore. Nee. Da. Aha. Chemischer Bestandteil 2. Kai Schuwatsch. Kai war der Assistenzarzt von Block B, aber vor allem scheint es, als wäre es sein Job gewesen, Christopher zu helfen. Im Gegensatz zu den meisten Mitarbeitern schien es ihn weder zu stören, noch hatte er Spaß an dem, was er tat. Es war nur ein Job für ihn, die Patienten hereinzubringen, sie bis kurz vor dem Tod zu schocken und sie zurück in ihr Zimmer zu bringen. Ein einfacher Arbeiter, der sich um seine Familie kümmert und ein Buch im Park genießt. Ich frage mich, ob ich das könnte. Okay, das ist schon irgendwie ein bisschen crazy. Gut. Was können wir denn hier machen? Ich schätze, jemand kam zur Arbeit auf einem Fahrrad. Okay. Ja, hier weiß ich gerade spontan nicht, was ich tun soll. Dann gucken wir nochmal. Ja, hier habe ich auch immer noch keine Ahnung, was ich machen soll. Haben wir noch irgendwas anderes? Wir haben nur diese beiden Punkte. Ja, okay, dann drücke ich doch. Ja, aber was soll ich damit machen? Hier Pestizid, hier willst du einen Entwickler, willst du die Salzsäure? Alles klar. Was soll ich jetzt mit dem Geländer machen? Willst du darüber? Ja, was soll ich denn damit machen? Ja, hier. Nein, jetzt ernsthaft? Also ich hätte das nicht gemacht, aber ist in Ordnung, dass das Teil gehalten hat. Wundert mich, wie hatten die das auf der rechten Seite festgemacht, wenn sie nicht dahin kam? Fragen über Fragen. Und damit beende ich jetzt aber diese Aufnahme, damit wir mal drüber nachdenken können, wie das gerade zustande kam. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder von True 4 Forsaken Souls. Und bis dahin, bye bye!